Welcome to the Battle Deck Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit dem grandiosen Olli. Hallo Olli. Servus. Und dem nicht minder grandiosen Hoshi. Hallo Hoshi. Servus. Wir haben es geschafft, endlich wieder eine neue Folge aufzunehmen. Durch Krankheiten und Terminprobleme ist es leider etwas später geworden. Zunächst einmal frohes Neues. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Und ist ja schon wieder fast 2021. Naja, fast. Also heute ist der 20.01. Sag ich doch. Genau. Also 20. Noch zweimal duschen ist Weihnachten, oder? Es gibt immer noch Lebkuchen zu kaufen. Oder schon wieder? Wer weiß. Keiner weiß es genau. Also ich habe das Gefühl eher, dass die Schokohasen langsam wieder aus den Regalen verschwinden und schon wieder für Weihnachten eingeräumt wird. Aber es ist nur mein Eindruck. Ja, es ist nur... Wer weiß. Ich hatte eigentlich geplant, noch so eine Weihnachtsfolge zu machen. Das habe ich aber zeitlich leider nicht hingekriegt. Aber die kommt dann nächstes Jahr. Ich habe schon von unserem guten Freund, der... Fuck. Oh, mein Namensgedächtnis. Von was? Wo, wann? Sag uns den Umstand. Von was? Alexander. Ja. Der hat wunderschöne Gedichte, Battletech-Gedichte. Ah, ich erinnere mich, die Weihnachtsgedichte, genau. Genau, die kommen jetzt dann dieses Jahr, also praktisch gleich. Wir planen ja jetzt schon Weihnachten, also kann es nicht lange hin sein. Ja, ja. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und heute haben wir Folgendes. Wir wollen ein bisschen über das Battletech-Kickstarter reden. Da gibt es ein paar... ja, neue Infos. Dann hat Olli eine Überraschung, von der wir auch noch nichts wissen. Dann MechWarrior 5. Es ist jetzt der Mod-Support draußen und dann wollen wir generell über MechWarrior 5 mal heute sprechen und das nächste Mal geht's dann mit der Geschichte aus dem Battletech-Universum weiter. Right. Ja, dann fangen wir mal mit Kickstarter an. Also das ist richtig Neues, also im Sinne von Releases nicht, aber es macht sich so ein bisschen Unmut in den letzten Wochen breit. Ich habe das in diversen Diskussionen so mitverfolgt, dass die Leute sich zunehmend mokieren, gerade wenn es um die Auswahl ihrer Packs geht, dass es einfach zu viel ist, dass sie einfach zu viel rausgeworfen haben, dass sie zu viele Add-ons geschickt haben, dass es zu viele Mechs, zu viele Pins, zu viele was weiß ich was. Und ich gebe zu, ich habe gerade die Seite auf und wenn ich da runter scrolle, ne, habe ich Angst, dass wenn ich unten ankomme, das Mausrad kaputt ist. Einfach wegen Verschleiß. Ne? Das ist irre. Macht das, probiert das mal. Ich packe euch das Ding hier mal in den Channel rein. Ne? Und ja, dann ich habe früher auch gerade reingeschaut. Ja, also ich muss sagen, ich beschwere mich da überhaupt nicht, weil je mehr Auswahl man hat, desto besser kann man es einschränken. Ja, man muss ein bisschen Internet-Excel betreiben, damit man quasi seine korrekte Auswahl findet. Aber ich finde es cool, dass man endlich wieder Auswahl hat. Ich verstehe natürlich, dass die Leute, die quasi in den letzten 10 Jahren keine Auswahl hatten, eventuell jetzt ein bisschen überfordert sind. Ja, ja. Aber ja, ich finde es grandios, dass wieder so viel Zeug gibt. Das sind genau die zwei Seiten. Also es gab die anderen Leute, die sagen so, Leute, seid einfach mal froh. Wir leben in dem goldenen Zeitalter von Battletech. Wir haben MW5 bekommen, wir haben HBS Battletech, wir haben MWO, wir haben Kickstarter Battletech und das ist alles so cool, dass wir nach Jahren das da haben, aber das ist, auf der anderen Seite ist es halt auch so ein Füllhorn, das gerade ausgeschüttet wird und hätte ich ohnehin nicht unseren Online-Excel-Master, ne, dann wäre ich, glaube ich, auch heillos verloren und es fiel mir auch tatsächlich schwer, die Auswahl zu treffen. Gut, dass ich für meine Einkäufe einen vordefinierten Plan hatte. Und zwar will ich die Black Widow Company aufstellen. Und das heißt, da war ich dann von den Mechs, den ich haben möchte, schon natürlich dann auch ein bisschen voreingestellt. Aber danach war es auch echt ein Schachern und nimmst du den. Und vor allem, man will ja auch den anderen nicht benachteiligen. Und wir haben uns ja ein Pack zusammengekauft. Ne? Und es war nicht ganz leicht. Ich gebe das zu. Ja, aber ich muss auch echt sagen, eben, ich bin total froh, dass ich so eine Auswahl machen. Und wenn man es vergleicht, also Battletech-Spieler, wie gesagt, haben ja am Hungertuch genagt.
Mhm. Aber wenn man das jetzt mit anderen Spielen, wo man Miniaturen kauft etc. vergleicht, sei es jetzt Dust oder alles Mögliche, was es halt gibt, ja, dort, also, oder bis hin zu Warhammer, ich meine, da brauchst du ein halbes Diplomstudium, dass du dir auskennst, ja. Also, das, wenn man das vergleicht, ja, dann ist das noch immer Kinderkram. Ja, das stimmt. Kritik gab es auch an den Figuren, beziehungsweise an dem Detailgrad und der daraus resultierenden größeren Größe. Gesagt wurde, die sind nur so groß, weil der Guss an und für sich nicht so filigran ist und wenn sie kleiner gewesen wären, dann wären viele Details verschwunden und deswegen mussten sie größer machen. Und auch David von ein paar Leuten, nicht allen natürlich, es ist jetzt keine 90% bewegen oder so, aber das ist halt auch einer der Kritikpunkte, der immer wieder mal genannt wird. Ich muss allerdings sagen, ich finde die größeren Figuren besser. Ich habe jetzt eine Kompanie Kellhounds mit der Grundbox und dieser Beginnersbox bemalt und ich hatte Freude dran, vor allem auch mal wieder andere Figuren zu bemalen, als die, die ich jetzt schon seit 25 Jahren bemale. Also zwar dieselben Modelle im Prinzip, denselben Mech, aber ein anderes Modell. Und es hat mir Spaß gemacht, Gedanken zu machen, wie ich den jetzt bemale, wie ich die akzentuiere und dergleichen. Und ich habe es jetzt auch schon zweimal eingesetzt, also muss ich sagen, es spielt sich auch gut und vor allem vom Transport. Die Figuren sind relativ detailreich für Kunststoff, lassen sich aber wesentlich einfacher transportieren als die Metalldinger, zumal ich ja dieses A-Case da habe, wo man die ja mit Magneten an der Base halt befestigt. Und die Metalldinger sind einfach so schwer, dass du mit dem Auto wirklich wie auf rohen Eiern fahren musst, damit die Dinge dir nicht durch das A-Case scheppern. Ich weiß, es gibt andere, sag ich mal, Verpackungsmöglichkeiten, aber ich finde es so, wie es ist, mit diesem Plastikführern, ich mag's. Mhm. Ich finde auch, sie haben einen guten Detailgrad hingekriegt. Meine Frage, es gibt einen X-Men, wenn ich gerade hier so durchscrolle. Ah, nee, 65 Tonnen. Ja. LM5. Das ist der große Bruder vom Hatchetman, ne? Genau, Large Pulse Laser, Medium Laser, in der LB10X, glaube ich, oder sowas noch dabei. Ich glaube, eine Variante mit AK-20. Ich habe zwei Stück hier rumstehen, aber noch die alten Figuren. Oh, das ist eigentlich ganz cool, der Mech. Ich mochte den immer gut leiden. Ja, also für mich war er sogar besser als der Hatchetman vom Einsatzzweck her, weil der Hatchetman für die Kelle, die in der Hand hält, eigentlich zu klein ist in meinen Augen. Ja, und nicht das. Und der X-Men mit den 65 Tonnen auch gescheit viel Bewaffnung mit sich zieht und nicht nur auf die Axt angewiesen ist. Ja, vor allem auch Panzerung. Der Hatchetman hat ja nur Papierpanzerung. Also ich mag die Figur, so ich mag das Modell total gerne, aber das Ding fällt ja beim Angucken um. Genau, ja. Und der X-Men, der hält wirklich was aus und hat halt für alle, die gern, und hat halt genau dieses Dr. Banzai Eject-System, wo das ganze Cockpit absprengt, ne? Ja. Also ich sag mal, jetzt wenn ich vergleichen müsste, Guillotine oder Grasshopper gegen X-Men ist wahrscheinlich... On the long run sind dann Guillotine und Grasshopper immer noch besser, aber der X-Men hat Stil. Ja, definitiv. Ja, ich habe den nur noch nie gesehen, also jetzt, wir haben damit irgendwie noch nie gespielt, glaube ich. Nee, der ist auch 30, 55 oder 60er Tech, also der ist fortgeschritten. Und in MWO gibt es ihn leider nicht, weil es gibt ja keine Nahkampfwaffen, genauso wenig wie es den Hatchetman in MWO gibt. Sehr schade eigentlich. Okay. Nee, auf jeden Fall das dazu. Jetzt, Onai hat mich auf jeden Fall gefragt, ob wir jetzt alles in einem Rutsch bestellen, dann müssen wir noch furchtbar lange warten oder ob wir seinen Gelüsten nachgeben in zwei Chargen und ein bisschen extra. Ich weiß nicht mal genau, was wir gesagt haben, aber ich glaube, es ist oft das in zwei Chargen, weil der Onai, der kann. Der kann was? Der kann nicht warten, der muss jetzt haben, glaube ich, eher. Ja, recht. Bin gespannt. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass es alles so auf einmal so viel Geld ist. Das ist, glaube ich, was den meisten aufstößt und was ich auch immer so an diesen ganzen Kickstartern und so gibt's. Auf einmal brauchst du zu diesem Zeitpunkt Arsch voll Kohle. Na, richtig teuer ist es ja gar nicht im Vergleich zu anderen Tabletop-Hobbys. Da gibt's wesentlich teurere, aber die Sache ist halt, auch wenn ich die Sachen da stehen habe, also mir graust es schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Sachen unterbringen soll, weil es jetzt hier schon meine Höhle ist ja jetzt hier gut belegt. Ne? Da mache ich mir eher Sorgen. Ich überlege mir, ob ich meine Ultramarines verkaufe, allein um Platz zu bekommen. Vielleicht kriege ich noch ein paar Euro raus dabei.
Ja, also von daher, ich muss hier ballastlos werden. Na ja, gut. Ja, vielleicht sind die jetzt insgesamt nicht teurer, aber so, weil du weißt ja auch nicht, was du dann noch später im freien Handel bekommst. Also, gute Frage, ja. Diesen Plüsch-Urban Mac, keine Ahnung, kriegst du den danach nochmal irgendwo? Ja, den wird es sicher nicht geben, das ist eine Special Edition, ne? Genau, aber den hat Ona ja auf jeden Fall sich bestellt. Plüsch-Urbi! Naja, auf jeden Fall, die nächsten Monate werden spannend und vor allem freue ich mich auf die ganzen neuen Bemalungen, weil das finde ich auch so geil durch die neuen Modelle, gerade auf Facebook in den einschlägigen Camo-Spec-Gruppen und hast du nicht gesehen und Battletech-Painting. Da waren ein paar richtig geile Sachen in den letzten Monaten dabei, wo ich mich mit meiner Maltechnik unglaublich klein empfinde. Und das ist auch okay, kein Neid oder so. Eher, ich würde auch gerne so malen können oder hätte gerne die Geduld, aber da freue ich mich auf diese wahnsinnig vielen neuen Modelle, die ich dann da sehen werde. Mhm. Gut, bevor ich jetzt anfange zu sabbern, lass uns nicht schnell zum nächsten Thema kommen. Ja, also mein geheimes Super-Secret-Thema. Ich wollte mich erstmal bei Hoshi ganz dolle bedanken. Oh, ja, gerne, ja. Was auch immer ich getan habe. Du hast mich inspiriert. Du hast mich inspiriert. Und du hast mich auf ein Thema gebracht, das, mit dem ich seit ein paar Tagen schwanger gehe. Es ist tatsächlich das Thema Tesla. Also ich hatte bis vor einem Jahr da im Prinzip null Emotionen und ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt. Vom Aussehen ist nicht so mein Auto, sind eher so amerikanische, ist nicht mein Stil und so weiter. Aber durch dich, zur Info, Hoshi nennt seit etwa einem Jahr, glaube ich, ne? Model 3 sein eigen, genau. Hast du mich super angefixt mit dem Thema. Und jetzt wage ich den Brückenschlag zu Battletech, bevor ihr alle denken, ich will hier irgendwie Werbung nur für Elektromobilität machen. Das könnte ich sicherlich stundenlang gerade. Ich habe von vielen Leuten, die halt auch große Science-Fiction-Fans sind, eine ziemliche Ablehnung diesem Thema gegenüber erlebt. Und das hat mich immer wieder überrascht, weil auf der einen Seite, wir stehen auf Battletech und auf Fusionsreaktoren und auf Batteriepack geladene Laserwaffen, die am Körper von den Death-Truppen umhergeschlupft werden. Wir stehen auf Star Wars, wo es auch keine Verbrenner AT-ATs gibt. Und auch die Enterprise fliegt, glaube ich, nicht mit Diesel oder so. Ne? Wir stehen alle auf dieses Science-Fiction-Zeug und freuen uns irgendwie auf die Zukunft. Und dann wird uns mal so ein bisschen Zukunft gereicht. Und wenn man Tesla gefahren ist, vielleicht ist das der Punkt, dass die Leute es noch nicht gemacht haben. Also seitdem ich so eine Karre selber gefahren bin, ich war geflasht einfach und habe mich danach wieder in meinen Golf gesetzt und dachte, irgendwie bin ich jetzt gerade wieder im 20. Jahrhundert und ich war gerade noch mal irgendwie weit im 21. Und wie seht ihr das? Woher kommt das, diese auf der einen Seite Sci-Fi total geil finden und dann kommt ein bisschen Sci-Fi und alle sagen, oh nee, Diesel. Ich frage es mich auch ein bisschen, weil ich weiß nur, jeden Morgen, wenn ich einsteige, ich sage immer, ich bin ja auch ein bisschen ein Star Trek-Fan, ja. Und wenn ich mich da reinsetze in das Auto, mir fehlt eigentlich nur das LKS-Interface am Bildschirm. Ja. Dann ist man in Star Trek. Das ist, also ich finde das saugeil, ja. Also allein diese geräuschlos fahren oder jetzt habe ich das Feature bekommen, also ich weiß nicht, wie es Tesla geschafft hat, das in Europa durchzukriegen, wenn du quasi am Parkplatz stehst, dass das Auto zu dir kommt, ja. Also du kannst es zu dir rufen. Ernsthaft? Ja, das ist, geil, das ist so cool. Also ich habe am Hofer, also bei uns heißt es Hofer, bei euch heißt es Aldi, am quasi Aldi-Parkplatz so viele Leute schon erschreckt damit. Das ist voll geil. Du kommst mit den Einkäufen raus, steckst deinen Einkaufswagen rein und dein Auto kommt zu dir und du ladest deine Einkäufe rein. Das ist göttlich. Also, das wusste ich noch gar nicht, dass das ja, so ist. Ich finde das saugeil. Also es ist, ja, war das letzte Update. Und eben, dass du Updates kriegst, wie am Mobiltelefon, du kommst in dein Auto und dein Auto kann mehr. Das ist sensationell. Oder du stehst beim Laden dort und kannst jetzt Netflix schauen. Ich meine, leider ladet er so schnell, dass ich nicht mal eine Big Bang Theory-Folge fertig kriege, aber... Ja, also selbst meine Frau, die jetzt nicht so super autoaffin ist, die ist bei dem Probetermin dabei gewesen, meine beiden Kinder halt auch. Und wir sind Model 3 Performance Edition gefahren. Und ich bin die Strecke hin und sie die Strecke zurück. Wir sind etwas über eine Stunde unterwegs gewesen und sie war am Anfang sehr skeptisch und so, und ich weiß nicht.
Aber sie hatte unglaublich schnell Spaß daran und sie sah sich auch dieses Auto vom Interieur, das ja wirklich sehr schlicht auf der einen Seite ist. Du hast halt dieses große Tablet-Display. Mhm. Und sie sagte halt auch, irgendwie der Tesla wirkt irgendwie wie aus einer anderen Zeit, während andere Elektroautos, wir haben uns ja auch andere angeguckt, weil das wird wahrscheinlich für mich nicht der Tesla werden. Nicht, weil ich das Auto irgendwie doof finde oder andere besser, sondern weil es einfach für meinen persönlichen Einsatzzweck zu groß ist und für die Familie noch zu klein. Ich habe zwei kleine Kinder, ne? Das heißt, es setzt sich für ein Spielzeug ist es einfach zu teuer noch für mich, ne? Aber sie hat schon gesagt, wenn wir das Haus mal irgendwann abbezahlt haben oder die Situation sich ändert, dann darf ich mir auch einen Tesla kaufen. Und darauf freue ich mich jetzt schon wie Bolle, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hier der Chef von VW hat ja am 16. Beim Kickoff von Volkswagen eine Brandrede gehalten, wo er auch gesagt hat, ganz klar, Leute, uns läuft die Zeit davon. Tesla wird als Tech-Unternehmen gefeiert und wir nur als Automobilhersteller und die Zeiten ändern sich und wir müssen jetzt nachziehen. Und das verstehe ich, seitdem ich die Karre gefahren bin und drin gesessen habe und denke, wow, okay, alles klar. Und das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstrecke. Ne? Also das ist so, das gibt ja nur so einen Wimpernschlag, denn was da halt alles möglich sein wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. So ist es ja vor allem. Also mich wundert ja auch, was die teilweise an Sachen liefern. Also ich kriege jetzt auch in 2-3 Monaten ein Computer-Upgrade kostenlos, ja. Also wirklich Hardware. Und dann soll noch mehr möglich sein, dann soll das Auto auch mit dir sprechen können und all so ein Zeug. Also das, also ich glaube, dass das richtig, also das ist sehr, sehr zukunftsträchtig in meinen Augen. Ja. Nicht jetzt, weil es ein Elektroauto ist, ja, sondern das ganze Konzept. Also ich hatte jetzt, weil ich beruflich unterwegs war und ich mag BMWs vom Aussehen her. Ja, aber ja ich bin eigentlich BMW-Fan, ja. Genau, also ich hatte einen 3er BMW. Und habe schönste Auto, das ich hier hatte, E36, geile Karre. Super, die Beine also vom, Auto vom optischen, heute, das ist abgeschnitten. Genial, aber ich setze mich rein in das Auto und denke mir, what the fuck, 97 Knöpfe? Wozu brauche ich den ganzen Knopfzirkus, der da vorhanden ist und ein Bildschirm wie Mickey Mouse Kino? Ja, jetzt mal, bevor die Leute uns komplett hassen, mal den Schlag wieder rück zu Science Fiction, insbesondere Battletech zu machen. Es gibt so viele Sachen, die ich mir halt, seitdem ich die Bücher lese und auch seitdem ich Sci-Fi lese, gerade auch die Battletech-Bücher, so in diesem Cockpit zu sein, gut, da hast du auch eine relativ viele Knöpfe in so einem Mech-Cockpit, aber dass du mit dem Mech sprechen kannst, dass du Voice Control hast, dass du viel mehr Überblick hast, 360 Grad und mit diesem Kamerasystem, ne? Also der Tesla auf eine minimalistische Star Trek Art hat schon vieles von dem so erfüllt, was ich mir, seitdem ich sowas lese und mich damit beschäftige, wünsche. Und ich find's einfach geil, dass wir in dieser Zeit leben und jetzt solche Sachen möglich werden. Wir haben eigentlich viel zu lange darauf warten müssen. Viel zu lange. Ja. Wie fett ist das? Ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle. Und natürlich sind diese Karren heutzutage noch nicht für jeden Einsatzzweck 100% geeignet. Man kann trefflich diskutieren, ob Akkus jetzt besser sind oder Wasserstoff oder was auch immer. Aber an sich, diese Technologieschub, was das Auto kann, mit dem nicht nur der Antriebsart, sondern das Drumherum, ich fühle mich da schon viel mehr in so einem echten Cockpit als in einem Auto. Genau, also es geht ums User-Interface, ja. Genau. Also ob das dann in Zukunft vielleicht eine andere Antriebstechnologie wieder sein wird oder in 10 Jahren, wer weiß, keine Ahnung, ja, was sich alles entwickeln wird. Genau, aber ist scheißegal, welcher Antrieb dann ist. Hauptsache es wird immer geiler und zuverlässiger. Und so ist es, ja. Aber das ist genau das, man fühlt sich halt, also ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mal Avatar angeguckt, ja, weil ich einfach sehen wollte, ob das Ding noch was kann, weil der angeblich nächstes oder übernächstes Jahr endlich mal dann der zweite Teil kommt. Jo. Und auch dort, die User-Interfaces, die haben ja so quasi Mechs, ich meine, sind ein bisschen scheiße, die Dinger, aber im Vergleich zu richtigen Mechs, aber ja, zumindest definitiv. Haben sie es probiert, ja. Das ist ein bisschen Dark Age-Mech, so. Genau. aber da auch da das User-Interface, die haben und so weiter, das, ich sag eben, das User-Interface von dem Tesla geht in diese Richtung, ja. Genau. Und auch wenn man das ist das Gefühl, man hat das Gefühl, die Ingenieure, die da bei Tesla sitzen, stehen auf dieselben Sachen wie ich. Ja, genau. Ja, genau. Ich fühle mich bei denen viel mehr repräsentiert als bei einem aktuell leider bei einem VW-Ingenieur.
der eher so sagt, ja, oh, das haben wir früher auch nicht gebraucht, ne? So, hey, nein. Okay. Na gut, bevor wir jetzt uns hier komplett darauf verquatschen, würde ich sagen, beenden wir das. Sonst, genau. Ne? Aber danke nochmal, Hoshi. Und ich hätte es wahrscheinlich sonst nicht so schnell für mich entdeckt, denn dann wäre mir echt was entgangen. Mhm. Ja. Dennis, übernehmen Sie. So, ich schreibe jetzt mal Timestamp hier bei mir in die Notizen, damit ich weiß, wann wir ungefähr jetzt mit MechWarrior 5 anfangen. Also, MechWarrior 5 Mercenaries ist rausgekommen und wir alle haben lange gewartet. Mhm. Es ist ein Singleplayer-Spiel, welches man auch Koop spielen kann. Und so wie ich es sehe, sollte man es auch tun, weil die KI kacke ist. Und da haben wir gleich einen Diskussionspunkt, aber jetzt gehen wir weiter. Die Gegner-KI geht, habe ich aber oft auch das Gefühl, die macht hauptsächlich durch Masse als Klasse. Deswegen da finde ich die KI etwas besser als die KI der eigenen Leute. Und man spielt eine kleine Kampagne, der Vater wird getötet und mit dem Rest der Einheit. Oh, jetzt spoilerst du aber schon massiv hier, ganz ehrlich. Naja, das ist ja nun das, also so wurde es ja schon angekündigt, das ist jetzt nicht wirklich Spoiler. Alle Story würde ich jetzt schon sagen. Spoiler. und dann geht's halt los und man erledigt Aufträge. Und es gibt verschiedene Warzones, in diesen man dann Konflikte und Aufträge annimmt und dann wieder Geld bekommt, bessere Maschinen holt und so weiter und so fort. Also mein Kurzfazit ist jetzt an sich nicht schlecht. Wenn man alleine spielen will, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man es fast nicht mehr schafft. Zumindest bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich sage, okay, hier komme ich mit der KI nicht mehr weiter. Und ich bin gespannt, was der Mod-Support kommt und ich hoffe mal, dass auch die Grafik etc. alles irgendwann dann MW Online, also MechWarrior Online ablösen wird und es da einen neuen Sprung gibt. So, eine schöne Einleitung, vor allem, weil es ein paar Reibungspunkte halt bietet. Ein paar Sachen stimme ich dir absolut zu, bei ein paar I beg to differ. Und soll ich noch ein paar Reibungspunkte liefern? Na klar, auch rein. Ja, also mein Ding ist das. Ich habe mit dem Spiel ein wirkliches Problem. Nämlich nicht, dass es jetzt wirklich schlecht wäre. Es ist aber auch nicht wirklich gut. und mein Hauptproblem ist das. Also ich möchte es gerne spielen, weil wenn man im Mech drinnen sitzt, ist es seit langem wieder mal ein Spiel, wo man sich fühlt, als wäre man in einem zig Tonnen schweren Mördergerät drinnen. Ja? Also so ein richtiges, heftiges, man hat das Gefühl, wenn auch, also vor allem auch wenn man mal einen richtig großen Mech fährt oder so, dass da hast du was unterm Sessel, ne? Also da geht schon was, ne? Was ja bei MWO oft so ein bisschen mein Kritikpunkt war, dass sich selbst ein 100-Tonner anfühlt, als würdest du in der Body-Armor rumlaufen, ne? Ja, ist so. Also, wenn man es jetzt mit MWO vergleicht, eben ist es vom Mech-Feeling her echt gut. Und dann gibt es ein paar Sachen, die mich echt abstoßen. das erste ist das User-Interface. Welches, im Mech oder außerhalb oder beides? Beides. Also ich arbeite mich vom In-Mech zum Rest vom Spiel vor. Ja. Im Mech finde ich es einfach komplett lieblos dahingeklatscht. Also selbst das User-Interface in MWO finde ich um Längen besser im Mech als das, was da in MW5 ist. Ich fürchte, da kann ich nicht widersprechen. Das habe ich aber schon vom ersten Trailer angesagt. Ich so, genau. What the fuck, also, Leute? Ich dachte bei den Trailern, das ist ein Mockup, ja, und sie werden es dann im Release noch verbessern, ja. Aber es ist einfach, also das hat eben genau das Umgekehrte wie früher von unserem Tesla-Gespräch, das hat mit einem zukunftsträchtigen User-Interface nichts zu tun.
Und ich habe es mir extra mal nochmal reingezogen. Selbst das User-Interface von MW4, es hat zwar weniger Detailgrad, aber es ist liebevoller gemacht als das. Ja, also es nervt mich, wenn ich im Mac sitze, dass ich auf den Scheiß schauen muss. Und dann werde ich abgeturnt, das Spiel nicht mehr zu spielen. Also ich habe es immer nur geschafft, eine Mission zu spielen, dann bin ich frustriert mit dem Spiel. Hm. Okay. Das User-Interface draußen ist kompliziert, ja. Teilweise auch komplizierter als das, was man in MWO machen kann. Aber man gewöhnt sich dran, sage ich mal. Vielleicht ist es einfach nur meine Gewohnheit an MWO, weil ich so lange gespielt habe, ja, dass manche Sachen, die halt nicht so sind, dass ich die komisch finde, aber wurscht. Das ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Ja. Was mich dann viel mehr nervt, ist die Storyline und wie die präsentiert wird. Ja. Also die Storyline ist, wie du schon angesprochen hast, oh, da ist wieder, weil die Eltern sind tot und so. Also ist nicht nur nicht fesselnd, aber es ist auch noch scheiße erzählt. Ja. Genau, sie ist scheiße erzählt und Warcraft 2 hat bessere Cutscenes als das Ding. Ja. Das Ding hat Cutscenes? Was ja. Ich sagen wollte. Ja, genau. Ja, also, am Anfang beim Tutorial, wenn ja, du da wegläufst, aber das ist ja, aber das, cool. Also und auch so die Story quasi erzählweise. Also wie gesagt, Warcraft 2 hat das besser gemacht. Ja, ja, also jetzt muss ich mal einhaken, weil sonst sind wir einmal komplett durch, durch das Thema. Also die Geschichte erzählen ist das eine. Ne? Eine gute Geschichte erzählen, gerade nach modernen Stand. Ich meine, ich habe kurz vorher Fallen Order hier, Last Jedi da gespielt, ne? Genau, das ist großartig. Ja, gut, aber klar, die Jungs haben auch ein ganz anderes Budget. Ich habe auch Red Dead Redemption 2, so wie jetzt du auch, ne? Klar. Ich habe mal geguckt nach Entwicklungskosten. Red Dead Redemption 2 hat irgendwas zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar in Entwicklung gekostet. Und ja, klar, das ist ein Hollywood-Blockbuster. Genau, die haben über 1000 Mitarbeiter global gesehen, die alle in irgendeiner Stelle irgendwie ein bisschen damit zu tun hatten, vom Marketing über Abrechnung oder was auch immer. PGI hat, glaube ich, 50 Leute, inklusive deren Leute, die die Buchhaltung machen. Ne? Mhm. Und also die jetzt daran irgendwie beteiligt waren. Das ist halt der Unterschied und sie werden wahrscheinlich irgendwie so einen kleinen dreistelligen Millionenbetrag gehabt haben, wenn überhaupt. Ne? Sie haben es ja irgendwo nirgendwo genannt. Also das muss man erstmal wissen. Aber es gibt Dinge, abseits von, ich nehme viel Geld an, weil Cutscenes zu machen und gute Charakteranimationen, das ist echt nicht ganz günstig. Vor allem, Hoshi, du arbeitest selber in der IT, der Markt ist gerade so umkämpft, die Leute rufen Gehälter auf und das ist nicht nur bei uns in der IT so, sondern auch in der Spieleindustrie, richtig gute Leute nach Vancouver zu kriegen, da musst du schon richtig Kohle auf den Tisch legen. Auch wenn du es halt remote machst, wenn du es halt dann sagst, okay, mach das im Homeoffice von was der Geier was, wo, ne? Das ist alles gerade nicht ganz so einfach. Aber Da muss ich ein bisschen widersprechen, wenn ich gleich einhaken darf. Warte, aber lass mich den Satz noch zu Ende bringen. Aber es gibt Sachen, die deutlich günstiger sind, die man jederzeit machen kann. Und gerade im Battletech-Universum reichhaltig, wie Sand am Meer rumliegen, das sind gute Stories und gute Autoren. Und ich habe Blaine Lee Pardo, wurde die Tage auf Facebook gefragt, warum er sich nicht an der Story beteiligt hat. Und er sagte, ja, man hat mich nicht gefragt. Da frage ich mich schon, wie kommt PGI nicht auf die Idee, irgendwann mal zu sagen, in die Runde hier von der Story Developers Group, wer hat gerade Zeit und Lust, mit uns mal die Story für MechWarrior 5 zu entwickeln? Hm. Und die kosten keine Millionen, die Jungs. So ist es, ja. Da hört es bei mir vom Verständnis auf. Und ich kenne so ein paar Indie-Game-Entwickler. Und gerade bei diesem Thema, wo wir gesagt haben, eben so Zwischenszenen und Story-Erzählungsszenen und so weiter. Hm. Gerade das sind Dinger, du musst es ja nicht fotorealistisch machen wie Red Dead Redemption oder so, ja. Aber ich sage eben auf so ein Level wie ich sage jetzt mal Warcraft 3, ja. Das ist schon richtig, die haben richtig coole Szenen da drinnen, ja. Ja. Die kannst du mittlerweile outgesourced bestellen. Ja, in Rumänien. Kein Problem. Ja, weiß also, nicht, also das habe ich jetzt noch nicht gemacht natürlich, aber ich glaube, sie wollten wirklich diese Mech-Piloten-Experience einfangen. Sie wollten,
dass du alles aus deiner Perspektive erlebst und nach Möglichkeit nicht aus Cutscenes, sondern sozusagen selber. Aber das habe ich so ein bisschen den Eindruck, das wollten sie vermitteln. Deswegen haben sie sich da zurückgehalten. Weil selbst die großen Encounter, du zoomst nicht ran, du hast keine Ingame-Scenes, wo du plötzlich der Stick aus deiner Hand ist und du dein Mech da rumlaufen siehst, sondern die Kämpfe sind so, wie sie sind. Selbst wenn der große Obermatz kommt, du kriegst halt über den Funk mit. Du spielst eine Rolle, das verstehe ich. Aber wenn sie das der Ansatz war, das unterstelle ich ihnen jetzt mal, aber wenn, dann ist es ihnen leider nicht gut gelungen. Vor allem, weil die Interaktionen mit den Charakteren im Mech-Hangar einfach beschissen sind. Du kannst mit dem einen Hoshi da unten, oh, sorry für die Namensklauen, ne? den Mechaniker mit seinem grässlichen Akzent sprechen oder mit der Rihanna mit ihrem schönen britischen Akzent dann da oben, ne? Und die sind so starr, auch von der Mimik. Und dann der Mann in der Badewanne wurde ja getauft, glaube ich, von Martin Deppe, glaube ich, in dem GameStar Review. Hat nicht mal eine Animation spendiert bekommen. Warum lasse ich den dann nicht einfach weg und lasse den nur per Audio halt zukommen? Weil das ist doch alles besser als so ein Torso, der da in der Badewanne sitzt und immer gleich doof guckt. Genau, also, ja. Das unfassbar. So ist es, ja. Und wirklich, wenn du andere kleine Games hernimmst, man kann es ja wirklich nett gestalten, ja. Es muss ja wirklich keine Rocket Science sein. Wie gesagt, du musst nicht auf einen Level kommen wie jetzt Red Dead Redemption, Hitman oder wie sie alle heißen, ja. Die Hunderttausende oder Millionen oder Hunderte Millionen gekostet haben. Hunderte Millionen, ja. Aber wenn du, es gibt Indie-Spiele, ich habe zum Beispiel gerade eins gespielt, der Red Solstice, ja, von einer Indie-Company ist eigentlich so ein Third Person, aber ziemlich primitiv, ich sag mal wirklich auf dem Level von dem alten Warcraft-Game oder Starcraft oder so, ja. Aber die haben, selbst die haben Cutscenes drinnen, die dich fesseln. Ja, ja ich sag auch. Wo du dich reingezogen fühlst, wo du denkst, du interagierst, ja, und wo das was bringt, ja. Und wie der Ike schon sagte, und dann kommst du noch ins Game rein und die einzige KI, die das Game hat, ist mehr Masse dir entgegenzuschleudern? Na, da widerspreche ich auf Extremste. Also eine gute KI zu programmieren. Ist schwer. Nein. Eine gute KI, also eine KI, die stark ist, es reicht einfach. Das macht jeder Aimbot. Die könnten die so programmieren, dass der jeder Gegner mit den ersten Schüssen gleich das Cockpit rauslötet. Das ist gar kein Problem. Schwierig ist es, gut ist ja eine Definitionssache, eine KI zu programmieren, die dir menschlich vorkommt, glaubhaft, ne? Hm. Und jetzt kommt der Punkt. Ich finde die KI in diesen Spielen durchaus glaubhaft, weil ihr müsst mal darauf achten, die Mechs mit den drei Sternchen oder drei Rauten oder was es da ist, ne? Hm. Das sind die Elite-Heinis und die spielen nicht schlecht. Wenn die Range-Mech haben, bleiben die auf Range. Wenn die Close-Range haben, dann kommen die ran und so weiter. Das Einzige, was keiner macht, ist halt Sprungdüsen einsetzen. Das haben sie offensichtlich nicht vernünftig hinbekommen. Aber wenn die gut sind, dann schießen die gut und bewegen sich gut. Haben die allerdings wenig Skill-Level, sind die auch nur Kanonenfutter. Und leider, muss ich sagen, nach jetzt 7,5 Jahren MWO, ist das, was menschliche Spieler da draußen abliefern, und das wisst ihr beide selber, nicht viel besser als das, was man da in der KI in MW5 häufig sieht. Leute, die einem ins Aim laufen, die einem in den Rücken schießen, die mit einem Brawler weit wegbleiben und auf 500 Meter mit Medium-Lasern snipen. Leute, die mit LRM-Booten in den Nahkampf gehen und da rumballern. Also ich muss sagen, durchschnittlich gesehen ist das ziemlich genau das Verhalten, was ich in MWO an jedem Abend auch erlebe. Da sind gute Leute drunter und jede Menge Pfeifen. Die Gegner-KI, ja, die ist nicht so scheiße wie die KI der eigenen Leute. Das ist das, was mich eher zu ran, dass die. Was halt ist, ich sag, was man schon sich erwarten kann, ist, also, dass es in MWO Deppen gibt, ist klar, ja. Jede Menge. Es gibt auch gute Spieler, aber ich sag mal, das Thema ist halt, MWO hat halt auch dadurch, dass es so ein Free-to-Play Happy-Peppy-Game auf Steam ist, hat es halt auch einen Durchfluss von Noob-Spielern und Kindern. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder gucken, allein bei uns in der Unit nach. Also ich will jetzt hier nicht auf einzelne, aber wir hatten bei den 300, mehr 100 Leuten, die wir hatten, waren auch jede Menge Schlechte dabei und da waren kaum Kinder dabei. Also muss ich mal sagen,
das sehe ich. Ja, aber so. wenn die Leute trainiert hätten, ja, dann hätten wir aus den meisten Leuten schon was machen können. Nee, ja. Nicht aus den meisten. Da widerspreche ich. Ich kenne Leute, die spielen das schon seit Jahren und haben das auch zeitweise konstant gespielt. Die haben genau ein Level Cap, genau wie die Piloten in MW5 gehabt. Die haben 21 Skill Points und da sind die nie drüber gekommen, egal wie viel die gespielt haben. Das ist jetzt nichts Böses. Es ist einfach so. Es gibt ja auch Spiele, Das glaube ich schon, aber ich sage mal, im Militär, Du kannst mich 3 Jahre am Stück Jump'n'Runs spielen lassen und ich werde trotzdem noch bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwo runterfallen. Ich kann es einfach nicht. Ja, aber ich sag, wenn das jetzt, du hast ja eine Simulation, ja, mit MW5, die, und du bist ja in einer militärischen Unit, ja. Und ich sag, beim Militär, die Deppen sind in der Infanterie. Oder in der Küche oder in der Logistik, genau. Oder sonst. Also die Last, oder die Last, tot. Die Last nicht in den Mac steigen. Genau. Genau, so sieht's aus. Und das ist das Gegenargument gegen auch das. Nee, eben das nicht, weil die Leute, die das spielen, die Spieler sind ja auch keine Elite im Militärischen. Ich kenne eine Menge Leute, die gestöhnt haben, wie schwer ist es. Und auch ein Icke sagte gerade, dass er ab einem gewissen Punkt nicht weiterkomme. Ich behaupte mal, ich bin ein ziemlich erfahrener MWO-Spieler. Ich habe jetzt leider die Kampagne nicht alleine durchgespielt, deswegen kann ich den Beweis nicht antreten. Aber ich spiele sie momentan zum zweiten Mal durch mit, haltet euch fest, Joystick, Fußpedalen und Schubregler. Und ich bin bisher alleine ziemlich weit gekommen. Ja, das glaube ich schon. Genau, weil ich einfach sehr erfahren bin. Ich bin nicht so gut wie mit Maus und Tastatur. Es gibt Missionen, die hätte ich mit Maus und Tastatur deutlich besser abgeschnitten. Aber es liegt auch am persönlichen Skill-Level. Ne? Und wenn ich das Spiel so mache, dass es anspruchsvoll wird, dann lasse ich 90% der Spielerschaft raus. Weil ich kenne eine Menge Leute aus unserem Umfeld, die MW5 spielen, die sagen, boah, das ist aber ganz schön schwer. Also mein Problem ist eher, dass irgendwann meine ganzen Mitspieler tot sind und ich noch da bin und dann praktisch mit allen Gegnern alleine fertig werden muss. Ich habe bisher 3 Piloten, glaube ich, in meiner Kampagne verloren. Und das liegt daran, dass du vielleicht die Mechs nicht so bestückst, wie sie sinnvoll wären. Zum Beispiel gibst du diesem Lieutenant Freeman den Awesome mit 3 PPCs, nimmst den Small Laser bitte noch raus, dann wird der ein Killer damit, weil der hat einen sehr hohen Energiewerte, der bleibt auf Reichweite und der schießt gut. Gibst du aber ihm einen Stalker, ne? Oder einen Katapult, dann wird er in den Nahkampf rennen, was gerade beim Katapult unglaublich tödlich ist. Der Katapult ist für die KI ein ganz beschissener Mech, weil er kann nicht entscheiden, womit bin ich jetzt gerade besser, mit den LRMs oder bin ich mit den Medium-Lasern besser. Das heißt, es wird den Katapult früher oder später in den Nahkampf ziehen und dafür ist der Mech einfach nicht gebaut. Ne? Das heißt, die KI hat natürlich Schwächen, sie ist nicht super, aber sie ist auch nicht beschissen. Sie ist so okayisch. Sie versucht abzuwägen, das kriegt man schon mit nach den Builds, wo liegen die Stärken des Mechs von der Offensivbewaffnung her und so handelt sie entsprechend. Deswegen Stalker, KI in die Hand geben, da kannst du von ausgehen, die rennt rein und versucht alles im Nahkampf umzulegen. Und da musst du wirklich sehr hart und sehr effektiv supporten, damit der Stalker dir nicht vorne abgefackelt wird. Das ist halt ein bisschen blöd, weil es fehlt ihm schon die menschliche Intelligenz. Aber leider kenne ich auch jede Menge menschliche Spieler, die würden es genauso machen. Ja, aber wenn, also ich vergleiche es immer so mit vergangenen Erfahrungen auch, ja. Also wenn ich jetzt anschaue, was zum Beispiel geil ist in MW5, ist, was man alles zerstören kann und so weiter. Also wenn du da in so eine City reinlaufst und so, voll cool, ja. Aber ich erinnere mich da an eine meiner Lieblingsmissionen von MW4, wo es in einem von Stories einen Lieblings-Clan-Max in einer Samona in einem Summoner so in die Stadt reinlaufst. Yeah. Das war sicher gescriptet. Ja? Also ich glaube, hier ist fast nichts gescriptet. Hier vertraut man auf die AI. Ja. Ja. Und in MW4 war das sicher gescriptet, aber du hattest Angst, weil es waren taktisch echt coole Aktionen, wie die Mechs da ins Spiel gekommen sind von den Gegnern. Ja. Und hier habe ich so das Gefühl, ist für Scripting oder für quasi taktische Schachzüge auf dem Spielfeld war wenig Zeit. Und das ist ja wirklich was, wo man eine okayische AI dann wirklich auf einen höheren Level heben kann. Weil zu MW4-Zeiten die AI war nicht besonders intelligent. Ja?
Nein. Das, also vor allem das MW4 hat sich immer exakt gleich gespielt. Also jede Mission war exakt gleich. Du konntest wirklich auf die Sekunde stoppen, wer wo erscheint. Das ist jetzt halt nicht so. Sie haben es halt ein dynamisches Spiel gemacht. Das hat Vor- und Nachteile. Genau, aber was ich mir halt gewünscht hätte, gerade in dieser Kampagne, ja, ist, und das, also es ist einfach nur, um das Flair zu erhöhen, ja, dass du halt nicht nur quasi so Wellen an Gegnern hast, die mit unterschiedlicher Kampfkraft-AI ausgerüstet sind oder so, ja, ja, und einfach aufs Feld geworfen wie sind und dann die AI entscheidet, wie auf dich zuläuft, ja, ja, sondern dass du wirklich so ein paar Flair-Skripts hast, ja, wo, keine Ahnung, die aus plötzlich Max aus einem Gebäude rausspringt oder was auch immer, ja. Ja, ja. Wirklich minimal was machen können. Also wirklich mit minimalem Tuning, mit ein paar Skripts pro Mission hättest da viel Flair reinhauen können. Ja, also das kann ich nachvollziehen und das, ja klar. Also das hätte auf jeden Fall ein bisschen Salz in der Suppe gegeben, gerade wie du sagst, so irgendwie Power-Up in einem Haus oder sowas in der Richtung. Auf der anderen Seite, wenn du es dann beim nächsten Mal spielst, dann weißt du, ach, der wird da genau spawnen, dann gehe ich da halt hin und lege ihn von hinten um. Das sind so die Vor- und Nachteile, ne? Also von daher, ja, ja, nein. Also ich glaube, ein Teil von den Problemen hätte man auch durch einfache Sachen machen können, indem ich einfach sage, okay, ich gebe meinem KI die Aufgabe, ich sage, okay, verballer erst deine LRMs und nur wenn die weg sind oder wenn Gegner nah rankommst, dann nimmst du die und du rennst dich rein. Damit du KI zu programmieren ist das Schwierigste, was du eigentlich machen kannst. Das kostet am meisten Zeit. Ich habe mal mit Sid Meier mich unterhalten, dem Schöpfer der göttlichen Civilization-Serie auf der Gamescom. Ich glaube, es war noch in Leipzig. Und da haben wir uns dann nicht über Civilization am Ende unterhalten, sondern über eins meiner Lieblingsspiele, das von ihm stammt, und zwar Gettysburg. Das hat damals in den 90ern mit Firaxis, das hatte eine göttliche KI. Ja. Wir haben sie wirklich, wir haben viel gegen die KI gespielt und sie war immer herausfordernd. Das Schwierigkeitsniveau haben sie über den Schaden der KI-Truppen geregelt. Das heißt, auf dem leichtesten Level haben die KI-Truppen, glaube ich, nur ein Viertel deines Schadens gemacht und auf der vollen KI-Stufe haben sie denselben Schaden gemacht. Hm. Also das war genial. Ich sag nicht, dass es nie einfach ist. Warte. Wir haben, Dann haben sie mir gesagt, sie haben, nachdem das Spiel fertig war, ein Jahr lang mit dem Team nur noch die KI der KI-Varianten beigebracht. Ein Jahr lang nur KI programmieren. Das musst du erstmal finanziell können und die Leute zu haben. Wir sprechen über Sid Meier, Firaxis und die Leute, die Civilization gemacht haben. Das ist nicht mal so eben und nicht mal über eine einfache. Das ist sau schwierig. Ändert aber nichts daran, dass wir hier ein Singleplayer-Spiel haben und der Fokus auf Singleplayer steht und da... Gettysburg war auch ein Singleplayer-Spiel. Prima. Ja, deswegen. Ja. Ich meine, aber MW5 ist auch ein Singleplayer-Spiel primär und als Singleplayer-Spiel hast du irgendwann das Problem, dass du dir die ganzen Tricks rausfinden, also krieg mal alleine raus, dass du denen die S-Laser und vielleicht sogar die M-Laser rausnimmst, damit du nur seine LRMs nimmst. Musst ja auch erstmal irgendwie auf die Idee kommen. Oder dass du eigentlich die Sprungdüsen komplett rausnehmen kannst und dafür Panzerung oder Wärmetauscher oder so machen kannst, weil eh keiner irgendwelche Sprungdüsen nimmt. Ja, aber das ist doch relativ offensichtlich. Man sieht nie jemand springen. Also da kommt man relativ schnell drauf, wenn man sich mit dem Battletech ein bisschen auskennt. Die Leute, die sich nicht damit auskennen, da wird es dann schon schwierig. Das Spiel ist tatsächlich eine Nische in einer Nische für eine relativ hardcoreige Fan Gemeinde und es wird damit auch nie denselben Erfolg wie jetzt ein Red Dead Redemption oder auch die Hälfte davon haben. Ne? Das sollte uns bewusst sein. Das ist halt leider ein bisschen der Mitfrust, weil ich glaube, das könnte halt auch finanziell kein guter Stand werden für BGI. Ne? Weil, wie gesagt, das Spiel ist halt leider, also für Leute, die keine Mech Warrior-Fans sind, ja, ist schwer zugänglich. Also ich hab extra mal ein paar Gamer-Kollegen rangesetzt, ja, bei mir und gesagt, dreht mal eine Runde. Und ja, die haben da keinen Bock auf das Game, ne? Was soll ich sagen? Es ist immer schon speziell gewesen. Ich kenne noch Battletech-Fans, die das Tabletop gerne spielen, die konnten mit MWO auch nichts anfangen. Weil denen das auch zu kompliziert ist, ne?
Das verstehe ich sofort, weil vor allem MWO hat sich ja auch, ich sage ich mal, fürs Mech-Fahren nicht so richtig angefühlt. Für mich war es trotzdem lustig, ja, also weil ich ja auch so ein Gamer bin, ja, also war MWO ein gutes Spiel für mich lange Zeit, ja, und ich habe, also ich muss sagen, ich habe jetzt dann immer wieder ein paar Runden MWO gedaddelt, weil ich einen Vergleich wollte, also jetzt nicht lange oder so, was da so ein, zwei Games einmal kurz einloggen, ein, zwei Games spielen, im Quickplay, um einfach so einen Vergleich zu kriegen, ja, was ich halt unterschiedlich finde, ja. Und ja, es ist irgendwie komisch. Also lustigerweise spiele ich fast MWO jetzt so zwischendurch lieber als MW5, muss ich sagen. Ich finde beides halt sehr unterschiedlich, ne? Also MWOs, klare Zahl der Gegner, 12 gegen 12, ne? Oder 4 gegen 4, je nachdem. Damit sind die Eckbedingungen sehr klar abgesteckt und ist eine Arena, die da gekämpft wird. Und ich habe jetzt der Hagen, also der Commander Eggboy von uns, der hat zum Beispiel gesagt, er findet es geil, diese Gegnermassen. Vor allem, dass du viele Panzer, viele Helis und dergleichen als Gegner hast. Weil der Mech soll der König des Schlachtfeldes sein. Und das war er in MWO nicht, weil es sind nur Mechs. Ne? Wenn alle das König sind, sind auch alle gleichzeitig Diener. Ne? Das stimmt. Also ich muss sagen, also das ist ein Aspekt, der mir bei MW5 auch sehr gut gefällt, neben dem Mech-Feeling, sage ich mal, dass du halt eben diese ganzen Fluggeräte, wo du auch wirklich drüber nachdenken musst, wie du deinen Mech hinstellst, weil manche Mechs haben einen scheiß Tilt-Level, ja, ja. Damit du die runterkriegst und, genau. Und halt die Panzer und so weiter. Also das, da gebe ich vollkommen recht, das finde ich cool und vor allem, dass du halt auch über den Panzer einfach drüber laufen kannst. Ja. Genau. Ja. Und auch Geschichte. Sekundärbewaffnung, dass die Sinn ergibt. Zum Beispiel genau. In MWO würde niemand auf die Idee kommen, im Centurion die LM10 drin zu lassen. Da würde immer eine SM6 da reinpacken. So ist es, genau. Dann hast du in MW5 plötzlich Helikopter als Gegner, an die du mit deinen Waffen teilweise echt nur schwer rankommst. Vor allem, wenn du dann, was weiß ich, die AK verloren hast. Die schießen ja gezielt auf Waffen. Also je besser die Gegner sind, umso mehr gehen die gezielt drauf. Also ich habe einen Mech gehabt, wo ich die Beine abgepanzert habe. Die haben mir die Beine weggeschossen, die Schweine. Ne? Mhm. Beim Centurion, wie viel AK-10 ich verloren habe in diesem Spiel. Ne? Mein Marodeur, mein Lieblings-Mech mit seinen ERP-PCs, den hüte ich wie mein Augapfel, weil die beiden Armwaffen sind für die immer sehr, sehr attraktiv. Ne? Also von daher, es gibt schon auch Sachen, die KI sehr, sehr gut macht, weil wir spielen ja auch so. Wenn wir einen Yellow Wang auf uns zukommen sehen, also den Centurion mit der AK-20, ist kein Yellow Wang, sondern der normale AK-20 Centurion, dann schreiben wir auch sofort rechter Arm, rechter Arm, rechter Arm, damit der Junge nur noch zwei Medium Laser hat. Ne? Oder beim Victor genau, das Gleiche. Ja, definitiv, das macht die KI aber auch und ich finde, das ist gut. Vor allem, das macht nicht jede KI. Die schlechten KI-Piloten, die machen das tendenziell eher nicht. Die ballern einfach nur. Und die besseren KI-Piloten, die machen das. Und das heißt, es gibt schon so auch Graduierungen. Das heißt, die KI ist nicht durchgängig schlecht und genauso wenig deine Leute durchgängig schlecht. Aber die besseren Piloten können mehr. Und ich bin ja durch die Kampagne durch. Ich habe ja 50er und 60er Piloten oben. Und die Jungs können schon was. Wenn du die hochzüchtest und denen die auch den passenden Mech gibst. Ich habe neulich noch gelesen, da hat einer gesagt, er hat das Gefühl, dass auch deine eigenen KI-Piloten unterschiedliche Profile haben. Also ob sie jetzt eher in den Nahkampf gehen, ob sie eher weiter wegbleiben, ob sie sich viel bewegen oder nicht. Das wird ja auch durch die Werte ein bisschen symbolisiert. Und da standen, wir konnten es jetzt nicht 100% verifizieren, aber es kann gut sein, dass auch deine eigenen Piloten, genau wie die KI-Gegner, solche Bewegungsmuster an den Tag legen. Ist natürlich blöd, wenn es nicht so ganz klar gesagt wird im Spiel. Das Spiel hat jede Menge Macken und Unzulänglichkeiten, die man sich erst erarbeiten muss und das ist natürlich nicht gut. Ja, man sieht, weil ich glaube, jetzt drehen wir uns dann echt langsam im Kreis. Mhm. Man sieht, es ist ein Spiel mit vielen Kanten und Ecken. Ja. Was mir aufgefallen ist, man ist ja diesen Warzones. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Stufen. Und dann muss man wirklich aufpassen, wo man hinkommt, weil dann am Anfang schlägst du dich durch den Davian-Raum.
Ja, genau. Das am leichtesten zumindest, ja. Das sind doch die niedrigstufigen. Und danach suchst du dir praktisch aus, wo du hinkommst. Und dann hast du praktisch eine neue Dings, wo du jetzt nicht mehr für Davian kämpfst. Und dann hast du kaum Reputation bei dem. Und dann musst du dann erstmal dich da durchschlagen. Mhm. Und wenn du dann irgendwie mal eine scheiß Mission hast, wo du halt viel Schaden einstecken musst, viel reparieren musst, dann stehst du auch da, ja, scheiße, wo kriege ich jetzt Kohle her, was verkaufe ich jetzt? Und da siehst du, da gibt es Unterschiede von der Martin Deppe zum Beispiel, von der GameStar, der hat kritisiert, dass es Kohle im Überfluss gibt und dass das Warenwirtschaftssystem quasi viel zu leicht ist und dass man nachher gar nicht mehr weiß, wohin man mit den Millionen soll. Und das ist halt die Sache, wie gut hältst du deine Mechs im Schuss? Hast du die richtigen Builds dabei? Hast du das auch richtig konfiguriert? Hast du die richtigen Piloten dabei? Machst du die richtigen Missionen sozusagen? Farmst du am Anfang? Hagen zum Beispiel, der hat viel mehr gefarmt als ich, Brachial. Der hatte noch nicht mal Medium-Mechs und hatte irgendwie 10 Millionen Credits auf der Kante. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir erstmal shoppen, damit du vorankommst, ne? Da hat er erstmal eiskalt in den Startgebieten die ganzen Missionen abgefarmt und hat dann natürlich eine Riesenkohle und damit dann auch keine Probleme, sich gute Mechs dann halt zu kaufen. Ne? Andere ziehen halt gleich weiter bei der erstbesten Gelegenheit und treffen natürlich entsprechend Widerstand, verlieren dann halt auch Maschinen, also die gehen ja nie komplett verloren, aber sie müssen halt teuer repariert werden, sie verlieren Piloten und so weiter, sie verlieren wertvolle Waffen, die werden zerstört und dann wird es natürlich immer schwieriger. Ne? Also von daher, das Spiel bietet schon Spielraum. Und es ist die Frage, wie intensiv du dich damit beschäftigst. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, es hilft einem nicht, also es bietet einem nicht vor, was man zu machen hat. Man muss schon einiges herausfinden. Also das ist schon ein bisschen oldschooliger, was das angeht. Mhm. Aber die Kampagne, gut, dass du es ansprichst, also die Karte, ich finde, das ist eine der Stärken des Spiels, dass man prinzipiell überall hin fliegen kann. Das ist cool, ja. Dass viele, diese Warzones finde ich halt auch geil, dass man das zumindest den Eindruck bekommt, dass es da Konflikte gibt. Und für die Leute, die sich mit dem Lore auskennen, da gehen wir jetzt mal hier bei den Hörern des Podcasts mittlerweile von aus, die Grenzen verschieben sich auch über die Jahre. Ne? Der vierte Nachfolger stellt sich dar. Genau, und auch das Reputationssystem kommt gut rüber. Also das ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Also weil nicht, dass du so nach dem Motto, du fliegst irgendwo hin, machst einen Kampf und dann bist du der Held der Nation, sondern du musst dir die Reputation wirklich langsam und redlich ernährt sich das Eichhörnchen dazu backen. Genau, und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Also das hat der Martin von der GameStar, also ich kenne den Martin persönlich, wir verstehen uns ganz gut, wir haben an dem Tag, wie das Spiel released wurde, kurz miteinander gesprochen. Da hat sich's natürlich noch nicht sonderlich weit gespielt und er wollte mich jetzt auch nicht spoilern. Ne? Aber er fand das zum Beispiel, das Ruffarm fand er total doof. Okay. Ich mag's, weil ich weiß, ich finde es auch cool. Bin durch WoW vielleicht so gepolt oder so, keine Ahnung. Und ich möchte jetzt gerne zum Beispiel bei Marek eine entsprechende Reputation haben, die bei Davin ist mir nicht so wichtig. Bei Kurita möchte ich sie halt hochkriegen. Liaos weiß ich noch nicht so genau und Steiner möchte ich eher nicht. Ne? Und das ist so, jetzt versuche ich auch mit den Mechs zu spielen, so wie bei HBS Battletech. Mit den Mechs, die mir Spaß machen, nicht die Mech-Tonnage, die Mission vorgibt, sondern mit dem LAN-Setup, das ich mag. Das heißt, ich min-maxe nicht, sondern ich spiele so, wie ich es cool finde. Und das gibt natürlich eine andere Schwierigkeitsebene dann. Ne? Jetzt müssen wir jetzt auch mal erklären, warum. Also spieltechnisch verstehe ich es ja, so grundsätzlich spielmechanisch gibt es ja, in einer Mission darfst du nur so und so viele Tonnen mitnehmen. Ja. Warum? Spielmechanik, sonst kannst du es kaputt machen. Ja, also das ist definitives Balancing, ja. Das hätte man doch irgendwie schöner machen können, dass man sagt, okay, halt dein Balancing nimmt halt dann ja praktisch, bringt einem andere Gegner. Auch schwierigere Gegner. Aber das hätte man doch auch so einfach offen lassen können, oder? Hätte man, aber so hättest du halt viele Mechs obsolet gemacht und dann hättest du irgendwann wie bei MacWarrior hier bei Battletech, wärst du noch mit Assaults unterwegs gewesen. Ich finde es ganz angenehm, auch mal gezwungen zu werden, andere Setups zu machen.
Das ist ein bisschen so, die Bundeswehr durfte zum Beispiel keine Leopard-2-Panzer mit nach Afghanistan nehmen, weil es das Mandat nicht vorgesehen hat, obwohl die Leopard-2-Panzer ihnen in ein paar Situationen sicherlich geholfen hätten. Das hat die Bundesregierung beschlossen, um es für die Bundeswehr ein bisschen anspruchsvoller zu machen, weißt du, Balancing gegenüber Al-Qaida und so. Ja, genau. Wäre sonst unfair. Ja, also ich finde es auch, also ich finde das finde ich eigentlich eher einen interessanten Aspekt vom Game, ja, also dass man halt eben, wie du sagst, gewisse Setups mal ausprobieren muss und so weiter, damit man die Tonnage halt hinbekommt. Und mich auch vorhalten muss deswegen. Genau, ne? Ich hab 4 Kingcrabs mittlerweile, ne? Ich habe einen Atlas noch dabei und weiß der Geier was und immer nur dieselben Mechs und dann da durchlaufen und nur noch Baseballschläger durch den Kindergarten. Das ist halt dann irgendwann auch ein bisschen öde. Genau. Aber das machen ja viele Games so, hat man auch zum Beispiel bei taktischen Games wie Warcraft 3 und so weiter gehabt, ne? Dass du immer gewisse Units bevorzugt waren und so weiter, um gewisse Maps zu machen. Genau, oder Limits halt bestanden einfach. Genau. Ne? Ja. Was du halt machen darfst. Das ist halt einfach Balancing. Klar, also man könnte es auch anders balancen, aber das ist halt schwierig. Also ich habe ja auch schon genug Szenarien in meinem Leben ausgerichtet. Ich habe auch mit Editoren schon für PC Levels gemacht, aber zum Beispiel, dass du sagst, du kannst gewisse Sachen nur mit einer sehr schnellen Maschine gewinnen. Das würde bedeuten, dass du eher leichte hast und auf Tonnage verzichtest. So, dann wissen die Leute das nicht oder sehen das nicht ein, spielst das erste Mal, sind frustriert, weil es dann gar nicht klappt. Das funktioniert ja nicht, ne? Und so gibst du den Leuten auch ein bisschen Direction an die Hand, so nach dem Motto, nimm mal vielleicht nicht den Atlas, sondern doch den Shadowhawk, ne, oder sowas. Genau. Naja, das finde ich eigentlich ganz nett. Und was man sagen muss, jetzt noch mal ganz kurz, auch wo wir gerade die Linie durchgehen in der Sphäre, tatsächlich, die Kampagne wird etwa ab der Hälfte besser. Ich sage nicht gut, sondern besser. Das ist ein bisschen schade, weil wenn der Einstieg zu einem Film scheiße ist, ne, dann gucke ich in der Regel auch nicht weiter. Wenn ein Buch auf den ersten 50 Seiten mich nicht packt, lege ich es in der Regel weg. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis für, weil die erste Hälfte von der Kampagne ist unterirdisch bis durchschnittlich. Und gerade die Intro-Mission ist echt schlecht, wo da dich dieser eine Helikopter verfolgt mit dem Centurim. Nachher holt man die Dinger im Dutzendpack runter. Und da verfolgt dann ein Helikopter. Wenigstens hätte ich es doch bitte spielen lassen sollen, ne? Dass man das machen muss und da nicht hochkommt und dass man da wenigstens durchläuft und von allen Seiten angegriffen werden. Das hätte wenigstens Stimmung gegeben. Aber ab der Hälfte, wie gesagt, wird es dann ganz gut. Es gibt ein paar schöne Missionen dabei, gerade gegen Ende hin. Das Finale, ich will es jetzt nicht spoilern für all die, die es noch nicht gespielt haben, fand ich schon nett. Also nicht geil, sondern nett. Aber da, Mensch, Leute, verstehe ich PGI nicht. Zwei Sachen sollten wir noch drüber reden, bevor wir heute Schluss machen. Einmal Mechs editieren das MacLab. Gab viele Leute, die gesagt haben, WTF, ich kann keine Engine austauschen, ich kann nicht Endosteel, kann nicht Ferrofibrous und weiß der Geier was. Wie seht ihr das? Also ich finde es gut. Weil das ist ehrlich gesagt ein, wenn man jetzt nicht Clan-Mechs hat, die darauf hingebaut sind, dass man alles zerlegt, ja. Und wir sind halt da in einer Zeit, wo das nicht üblich ist, ja. Finde ich das okay. Also ich finde den Level an Customizing für die Zeit, in der wir da spielen, realistisch. Da hat man nicht mal schnell die Engine ausgetauscht oder jeden Mech mit Fire of Heroes aufgerüstet oder so ein Zeugs, ja. Also ich finde das absolut okay. Und du und ich so glaube auch, dass das, ich glaube, entschuldige, wenn ich noch kurz, das ist mir gerade noch eingefallen, ich glaube auch, dass sonst so ein Engine-Wahnsinn entstehen würde wie bei MWO und alle Mechs dann 100 km/h laufen oder so. Ja, das definitiv, davon kannst du ausgehen. Vor allem, du bräuchtest viel weniger Mech-Varianten, wenn du die richtig hart customizen könntest. Auch die Sache wurde kritisiert von manchen, warum kann ich dann nur einen leichten Laser einbauen und nicht einen Medium-Laser oder ich will halt nur leichte Laser und dafür dann ganz viel oder so, ne? Genau. Das ist halt dieses Min-Maxing wird dadurch unterdrückt und du musst halt mehr Varianten sammeln. Du gehst halt auf die Jagd nach der passenden Variante in der Sphäre, ist halt auch so ein bisschen Jagdfieber. Genau, aber Dennis, das ist auch stimmig. Ich würde mich da
auch Oshi anschließen. Ich finde es nicht schlecht, dass man jetzt keine Engines tauschen kann und alles. Das ist auch eigentlich gar nicht möglich, eine Engine zu tauschen auf so einem Leopard. Also genau. In dem Sinne würde ich sagen. Oder dass keine Ahnung, das auch nicht, dass ein 10 Medium Laser Grasshopper bauen kannst oder so ein Scheiß, ne? Ja. Mhm. Apropos Leopard, das muss ich nochmal reinschießen. Ich habe null Verständnis dafür, warum ich kein Union-Landungsschiff bekommen habe. Ich habe eine Kompanie mit 12 Leute. Sie haben Union-Modelle in diesem Spiel, die auch fliegen und benutzbar sind. Mhm. Warum bin ich auf verschissenen Leopard mit 12 Mechs? Also bei HBS Battletech fand ich das schon nervig. Aber da konnte man es ja erklären, dass man da nur gelandet wurde und die anderen 8 Mechs dann halt an Bord geblieben sind, obwohl da auch das Käse ist, wegen den Follow-up oder diesen nachfolgenden Missionen. Ne? Warum nicht mal Leopard? Warum nicht immer ein Union? Hätte ich so geil gefunden, aber egal. Naja, das wäre nicht schlecht gewesen, aber dann müsstest du halt mit mehr als 4 gleichzeitig auf landen müssen, ne? Nicht zwangsweise. Einheiten werden ja auch unterschiedlich gleichzeitig deployed oder sowas, ne? Also du musst ja nicht zwangsweise 12 ausschleusen, aber vielleicht war das der Gedanke, dass sie gesagt haben, dass sie dann gar nicht erst die Frage aufwerfen, warum schleuse ich nur 4 Mechs aus und nicht alle 12? Das könnte es gewesen sein, ja. Außerdem bräuchtest du musst du die Karte nochmal vergrößern, wenn dein Union runterkommt. Oh. Ja, da sind aber gigantische Karten, gerade zum Schluss sind die Karten echt riesig groß. Also da läufst du schon einige Minuten, um von einem Punkt zum anderen zu kommen. Ich glaube, das wäre nicht so das Problem gewesen. Zumal die meisten Karten ja eh random generated sind, ne? Aber beim Unions landen ja in den seltensten Fällen und können die Mechs aus, ne? Genau, die droppen die ja normalerweise aus der Höhe und fliegen dann zu einem Landepunkt. Frage an euch, random map generated, okay-ish, also oder gut oder schlecht? Ich sag mal okay. Also ja. Ich weiß, dass man, also es ist einfach, sie verwenden die Unreal Engine, ne? Und du hättest, ein Unreal Engine ist sehr darauf angewiesen, wie gut man scriptet, ne, wenn du so random Sachen machst. Also, und das nehmen dir viele Sachen, wenn du durch Speedtree und alles mögliche abgenommen, ne? Aber wahrscheinlich hatten sie nicht mehr Zeit, weil das ist halt auch ein sehr komplexes Thema, die Unreal Engine zu scripten. Und für das haben sie es ganz okay hinbekommen. Es geht sicher noch viel, viel mehr, ja, weil ich kenne ein paar Spiele, wo massiv viel mehr passiert auf Random Maps mit Unreal Engine. Aber ich denke auch, dass die, muss man fairerweise sagen, wahrscheinlich mehr Budget gehabt haben. Ja. Also ich finde es auch okayisch. Es gibt ja ein paar Karten, die auch mehr oder weniger handmade sind, ne? Aber ich finde es halt dadurch cool, dass die Vielfalt an Missionsgeländen einfach gigantisch ist. Und ich mag einfach Mechs pilotieren und kann, wenn ich lustig bin, abends 4-5 Missionen machen ohne Probleme. Und die sind immer so ein bisschen anders. Das ist schon okay. Aber ein bisschen mehr Vielfalt am Gelände wünsche ich mir mittlerweile, aber das kann ja noch kommen. Dennis, wie siehst du es? Ich sehe es genauso. Die sind okay. Ist jetzt keine großartige Leistung, aber auch nicht scheiße. Also das ist okay. Ja. Was halt echt also schön gewesen wäre, wenn man 1-2 besondere Levels gehabt hätte oder so, ja? Also gibt es definitiv. Komm noch. Also du hast noch nicht weit genug gespielt. Also okay. Ich muss mal sagen, also ich habe vorhin nach meiner Spielzeit geguckt als Vorbereitung hierfür. Ich dachte irgendwie mit meinem Beamer, der verschluckt da gerade was, weil die Zahl sah so komisch aus. Ich dachte, es wäre mehr. Da, also 41, der fiel mir auf, das ist eine 4 und ein T. Oh. Ach, genau. 4 Tage. Genau, steht 4 Tage. In der Bibliothek wahrscheinlich. Genau, in der Bibliothek siehst du es, da steht Spielzeit. Der Epic hat 42 Sekunden bei mir. der hat noch 0. 35 Minuten, ah ne, das ist fast, das sind leid. 43 Stunden. Ja, das ist doch schon mal ganz ansehnlich. Sind auch fast 2 Tage, ne? Mhm. Ja, also also wie gesagt, also mir gefallen hat oft auch so Zero-G-Environment und solche Sachen, das ist cool. Genau, solche Sachen fehlen noch. Und das gehört aber auch zu Battletech eigentlich dazu, aber war ja auch nicht bei allen Spielen immer von Beginn an. Nee, definitiv nicht. Also Spiele haben das sowieso oft nicht hingekriegt. Aber das war jetzt eher so in Richtung Unreal Engine, könnte das halt alles. Weil die Physik in Unreal Engine, da kannst echt viel machen, ne? Und einer meiner Lieblingserinnerungen halt auch an die Bücher ist so,
der Patrick Kelfight auf den, auf diesem nahe, also Low Gravity Mond, ne, mit, finde ich total cool, ne? Ja, ja, also es gibt ja auch Pirates Dingsbums, da die Erweiterung zu MechWarrior 3, glaube ich, war es, Pirates Moon, ne? Also genau. Da, da gibt es ja schon auch geile, geile Sachen halt, die, eins meiner Lieblingsbücher von Blaine Lepardo ist, nicht Embers of War, sondern wo sie gegen die Nebelpfade auf diesem Planeten Wayside 5 oder Wayland 5 oder so spielen, kämpfen. Und da gibt es halt auch so unterschiedliche Bedingungen oder auf Trailwannen oder so. Ne? Mhm. Also das fand ich auch mal nicht immer nur auf erdähnlichen Planeten auf der grünen Wiese, sondern auch in wirklich feindlichen Umgebungen. Genau. Ne? Ich hoffe da tatsächlich auf die Mod-Community und das ist das letzte große Thema, über das wir sprechen sollten, denn der Editor ist ja in einer Grundversion released worden vor ein paar Tagen. Man kann damit noch keine Assets testen. Man kann zwar erstellen und ein bisschen rumprobieren, so wie ich es gelesen habe. Wie gesagt, ich habe das Ding nur 42 Sekunden angeworfen, weil meine Platte ist leider nicht, hat nicht mehr genug Speicherkapazität, die SSD, und ich will das definitiv nicht auf der normalen HD machen. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen was dazu gelesen und die Modder fassen es noch nicht an, weil einfach gewisse Sachen nicht gehen. Und viele der Modders wohl noch bei HBS Battletech involviert sind. Da wird immer noch feste geschraubt, denn durch die letzten Patches hat sich ja da auch ziemlich viel getan. Da ist ja auch das der Mod-Support jetzt in, nach Steam gewandert, ne? Genau. Was sehr praktisch ist, ne? Genau, und von daher werden da anscheinend gerade Prioritäten gesetzt. Das ist okay für mich. Aber ich hoffe tatsächlich, und ich glaube, das ist etwas, wodurch MW5 auch ein finanzieller Erfolg werden könnte, auf lange Sicht. Jetzt kein Burner oder so, aber dass einfach die Leute daran Spaß haben. Man sieht ja an Empire at War, war eine Release-Fassung jetzt auch nicht das geilste Spiel von Star Wars, aber durch die Mod-Community lebt es bis heute. Ja, also da muss man sagen, also ich weiß halt, also der jetzige MW5-Editor, ich habe ihn selbst noch nicht angeworfen, ich habe jetzt nur ein YouTube-Video geschaut, um mich heute vorzubereiten. ist, wie du sagst, noch eine sehr rudimentäre Version. Ich glaube, da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten, bevor man da wirklich urteilen kann. Vielleicht können wir im nächsten Podcast mehr drüber sagen, in der News-Sektion. Aber jetzt ist noch schwer zu beurteilen. Wenn das was Gescheites wird und wenn man wirklich coole Mods machen kann, dann sehe ich das so wie du. Also dann glaube ich auch, dann werden sich die Modder da dahinter klemmen, weil es sind ja wirklich ein paar Leute unter den Moddern, sieht man ja bei HBS, ja. Die mit Herzblut am Battletech-Universum hängen und die würden das Ding, glaube ich, in neue Höhen tragen. Also da bin ich voll dahinter. Ja. Also das glaube ich auch. Aber es hängt halt jetzt stark dran ab, was jetzt wir dann im Ausbau von dem Editor abgeliefert wird. Weiß man, wie man die Mods dann drunter bekommen, muss ich dafür den, also wird das integriert ins Hauptspiel, denn irgendwie gibt es dann hier Mod oder? Das ist der Witz der Sache, dass es eigentlich aktuell auch noch gar nicht ginge von Epic Store her. Dass der Epic Store bietet noch keinen Mod-Support. Er sollte es eigentlich schon längst tun. Es steht auch auf der To-Do-Liste von Epic, aber sie haben es noch nicht installiert. Und mein letzter Stand ist, der kann inzwischen schon wieder überholt sein, weil ich hatte letztes Jahr nachgeguckt, dass es auch noch keinen Termin dafür gibt. Natürlich kann man Mods auch immer in die Dateien halt integrieren. Es gibt ja schon zwei kleine Mods, die man runterladen kann. Einmal Voice Command, da kannst du sozusagen deinen Lanzenkameraden per Sprachbefehl Anweisungen geben. Also dieselben, die du im Spiel hast und über F-Tasten, nur halt dann übers Mikro. Finde ich schon ganz neckisch, bringt jetzt aber nicht spielerisch nichts, ne? Kein Inhalt. Und der andere Mod war halt so ähnlich. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Seite noch irgendwo auf habe. Der hatte mich nämlich gar nicht gereizt, aber der war, glaube ich, auch irgendwas mit Tasten oder so. Also irgendwas, was im Hintergrund, ne? Makros oder sowas. Das heißt, du kannst jetzt schon Mods quasi integrieren, aber halt auf einer Ebene, die ist noch sehr oberflächlich und ist halt wie bei HBS Battletech am Anfang, da musste man ja auch alles von Nexus Mod runterladen und dann in die Verzeichnisse packen, was unglaublich umständlich ist und vor allem mit dem nächsten kleinen Patch ist das alles wieder für den Arsch.
Genau, ja. Mhm. Deswegen sage ich, also, wenn man will, dass das Spiel wirklich abhebt, dann muss der Epic Launcher das dann unterstützen entsprechend. Weil sieht man auch auf Steam, alle Spieler, die wirklich Top-Modder-Support haben und wo die Community auch drauf einsteigt und das dann den Spielen zum Erfolg verhilft, ja, sind Spiele, wo Steam Workshop Modding dahinter steht. Ich habe es übrigens gerade gefunden, das war ein MW5 Merc Safe Editor. Da kannst du dir cheaten im Prinzip. Du kannst die Kohle deiner Einheit hochsetzen und so weiter. Du kannst Items removen, hinzufügen. Und ja, das Tierlevel der Waffen, genau, das hatte mich null gereizt. Ne? Also einmal ein Cheat-Tool und einmal MW5 Profile für Voice-Makro. Das würde ich tatsächlich mal ausprobieren. Finde ich ganz cool. Kann ich ja mal hier kurz. Ja, verlinken. Das kann man sicher mal probieren. Ne? Mhm. Genau. So, da ist es. Ja, ganz zum Schluss würde ich nur sagen, du hast es schon am Anfang angedeutet, Ike. Die Stärke des Spiels liegt aus meiner Sicht im Koop-Modus. Mhm. Das ist ziemlicher Gaudi, auch nichts, was uns die nächsten 7 Jahre beschäftigen wird. Das muss man aber auch wieder ganz klar sagen. Ne? Aber wir haben die ersten Wochen mit ein paar Leuten, die auch richtig Bock auf das Game hatten, haben wir echt viel Spaß gehabt. Also die 4 Tage sind nicht einfach so zustande gekommen. Das liegt viel daran. Schöne Grüße, Shoutout an von Luckner zum Beispiel und auch an Exart, die mit mir die Kampagne durchgerockt haben und an viele, die mitgespielt haben. Ike, du warst ja auch mal mit dabei. Mhm. Fiddy, Ruffy, Onai, ne? Also es hat schon Laune gemacht, dann als Lanze loszuziehen und sich dann abzusprechen. Vor allem, das finde ich gut, die Missionen werden schwerer, wenn du menschliche Mitspieler hast. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass du da mit 4 Leuten da einfach durchwischt, sondern tatsächlich, es kommen mehr Mechs, es kommen stärkere Einheiten, die Gegner-KI wird besser und von daher, das war schon nicht schlecht. Da gab es einige Missionen dabei, wo wir ziemlich zum Schluss in Fetzen standen oder auch der ein oder andere abgeschossen wurde. Und es waren durchaus erfahrene Leute dabei. Jo, das war mein Wort zum Sonntag. Ja, cool. Ja, also insgesamt, es ist nicht alles geil. Wir hoffen, dass es besser wird. Ich hoffe gerade auf die KI, wenn man mal alleine spielen will. Ich hoffe mir auch noch auf ein so Quick-Match-Gesuche, dass ich sage, okay, ich mache jetzt hier und suche mir mal irgendwie noch Mitspieler, die Bock haben. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz witzig ist, dass du nicht sagen musst, hier Leute, ich will jetzt gerade mal spielen und hat mal wer Zeit vom Freundesbekanntenkreis. Es gibt ja auch welche, die da nicht so viele Leute haben, Bekannte, die das denn spielen. Genau. Glaube ich, würde auch helfen. PGI hat ja noch nicht mehr mit gerechnet, dass kooperativ eine große Sache wird. Die waren total überrascht davon, dass das in der Community so gut ankam. Und dann haben sie ja im ersten Patch nachgeschoben, dass Mitspieler zumindest die Mechs bearbeiten durften. Das war ja im Release auch nicht drin. Mhm. Also das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Hätte ich ihnen auch vorher sagen können, dass das spannend wird, wenn sie eine MWO-Community haben, die das Spiel spielen will. Ne. Ja. Das war das Genen zum Abschluss. Ja. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Also ich habe es jetzt auch schon gesagt. Ich bin jetzt gerade, habe jetzt gerade meinen Faden verloren. Wollt ihr noch was sagen? Wir hoffen auf jeden Fall, spielt das Spiel auch mal selber an, alle liebe Zuhörer, die es noch nicht getan haben, macht euch eure eigene Meinung. Wie gesagt, es ist ein Spiel mit Ecken und Kanten. Aber wenn wir halt wollen, dass die MechWarrior-Szene weiterläuft, müssen wir auch ein bisschen investieren in Spiele mit Ecken und Kanten. So sieht's aus. Und ja, das ist mein Abschlusswort quasi. Genau. Und gelutschte Scheiße kann doch auch jeder. Genau. Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Auf dem Epic Games Store Roadmap gibt es so ein Trello-Board, steht unter Up Next, der Mod-Support for Games. Also. Ja, da steht das schon seit einem Jahr. Ja, seit ja, irgendwie so August 19. Ja. Irgendwie. Ja. Schauen wir mal. Dann wird es ja wir bald packen. Werden. Komm, sind wir mal ja, also, tief eingestellt. Ja, ist ja bald das Jahr um, dann wird's. So, ich packe auch die Links dann in die Shownotes.
Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, für die Zeit, die ihr investiert habt. Auch an die ganzen Kommentare, die wir noch so bekommen haben, gerade von den Leuten, die sagen, sie haben jetzt wieder ihre Liebe für Battletech wiederentdeckt oder entdeckt und sie lesen jetzt die ganzen Bücher und ähnliches. Das freut uns natürlich. Mehr Leute, die Battletech lieben, ist immer gut. Habt viel Spaß beim Spielen. Und danke an Hoshi für deinen Rat und Tat und die Inspiration für Story. Yay! Wie immer gerne. Und danke an Story auch dafür, dass du hier etwas die positivere Rolle heute übernommen hast. Nicht so wie uns beide. Genau, nicht so wie Sienna da. Genau. Danke, Olli. Immer, immer gern. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.